Schauen wir doch mal, welche Energien uns zum Wochenende erwarten. Wochenende vom 26. bis 28. Januar 2024. Was wollen die Karten uns sagen? Und ist bei dir auch so stürmisch? Also hier ist ja viel Wind hier rund um Berlin. Okay, dieses Wochenende lädt uns ein, in die Balance zu gehen. Auf uns zu achten, auf Ausgleich zu achten, passt natürlich auch zur aktuellen Vollmondenergie. Weiß nicht, ob du mein Vollmondvideo geschaut hast, wo ich auch gesagt habe, jetzt ist es mehr denn je wichtig, gut auf uns zu achten. Ob das Zeit an der frischen Luft ist, ob das Meditation sind, ob das Yoga ist, eine ausgewogene Ernährung, eine gute Balance zu haben zwischen den aktiven Momenten und den Rückzugsmomenten, eine gute Balance zu haben in allem, was wir zu uns nehmen. Ein bisschen von allem ist sicherlich in Ordnung, aber achte darauf, wirklich auf das zu hören, was dein Körper aktuell möchte und braucht. Und nicht das, was man normalerweise so macht. Also ich war neulich mit meinen Eltern essen und am Nebentisch wurde Geburtstag gefeiert. Und natürlich haben die alle mit einem Glas Prosecco angestoßen. Und jetzt wäre es ein leichtes, in so einer Situation zu sagen, naja, komm, auf den Geburtstag, wir stoßen an. Aber wenn dir nicht danach ist, dann kann auch mit Wasser und O-Saft anstoßen. Jetzt einfach mal so als Beispiel. Achte wirklich auf das, was dein Körper dir sagt, was dein Körper gerade braucht, im Vergleich zu dem, was man normalerweise so macht und gar nicht drüber nachdenkt. Achte auf die Balance in allen Lebensbereichen. Ne? Ist jetzt hier das Thema für dieses Wochenende. Aber klappen wir mal die Kamera runter und gucken wir uns mal an, was wir hier noch haben von den Energien her für dieses Wochenende. Ich werde dir mein Vollmondvideo jetzt am Ende des Videos hier auch nochmal verlinken, wenn du noch nicht reingeschaut hast, dann guck da gerne mal sehr intensive Energien wieder am Wirken. Mal gucken, ob wir die hier in diesem Wochenend-Reading auch mit aufschnappen oder ob wir nochmal neue Themen aufmachen. Die Herrscherin kommt hier daher und ich finde es witzig, dass ich gerade auch über Ernährung gesprochen habe und sie ist hier in diesem Kartendeck ja, so richtig schön zugerankt und zugewachsen, steht vor ihrem Eintopf oder Zaubertopf, wer weiß. Aber ich nehme es jetzt hier einfach mal, als auf den ersten Blick ist sie in Gemüse gehüllt. Also auch nochmal, achte wirklich gut auf deine Ernährung an diesem Wochenende. Gehst ein bisschen langsamer an, gehst ein bisschen entspannter an. Die Herrscherin ist ja auch eine sehr entspannte, zurückgelehnte Wohlfühlenergie. Also vielleicht auch an diesem Wochenende mal nicht auf jeder Party auftauchen, auf jeder Hochzeit mittanzen, sondern doch eher ein bisschen das Tempo rausnehmen, entschleunigen, wie gesagt, Zeit in der Natur verbringen, im Wald verbringen, im Park, ja, was auch immer es ist, was dir gut tut. Vielleicht dich generell mit grünen Sachen umgeben, also ja, einen Gemüseeintopf kochen, vielleicht dir auch ein paar schöne Blumen kaufen, ne? Also einfach so dieses lebendige Grün, Farbklecks. Aber wie gesagt, eher entschleunigen, eher langsamer angehen, dich fokussieren. Ja, was mache ich, bevor ich einen Pfeil abschieße? Ich habe das Ziel im Blick, ich fokussiere dieses Ziel, ich halte inne. Ich halte vielleicht sogar meinen Atem an für einen Moment, bevor ich dann wieder losschieße. Und das bestätigt es mir hier einfach nochmal. Nutze dieses Wochenende in aller Ruhe, um dich zu klären, um dir über deine Ziele nochmal bewusst zu werden. Sei eher weniger aktiv, um dann mit aufgetankten Akkus, mit voller Kraft dann zur neuen Woche hin wieder loszustarten. Und nutze das Wochenende wirklich, um in einen Gegenpol von Hektik, von Alltagsstress, von was auch immer zu kommen. Weil wie oft ist es so, dass wir am Wochenende auch, naja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was du am Wochenende machst, aber ich meine, ich putze, ich treffe mich mit Leuten, ich gucke, wer hat wann, wie, wo Zeit, was kann ich machen? Ach, ich wollte auch schon immer mal den Schrank aufräumen, ich wollte auch schon immer mal bla bla bla. Und das macht man ja normalerweise irgendwie so rund um das Wochenende herum. Und was wäre, wenn du hier einfach mal fünfe gerade sein lässt und wirklich nur, weiß ich nicht, dich mit einem guten Buch auf die Couch haust, wie gesagt, spazieren gehst, dir ein paar schöne Blumen kaufst, was auch immer du tust, um wirklich in aller Ruhe deine Akkus aufzutanken, um dann so ein bisschen wie Phönix aus der Asche in die neue Woche zu steigen und zu sagen, tada, da bin ich wieder.
Aber auch, wie gesagt, um nochmal über deine Ziele, deinen Weg zu reflektieren, dir da nochmal klarer zu werden und dir die Zeit wirklich zu nehmen, gegebenenfalls auch Kurskorrekturen vorzunehmen. Ist mein Ziel eigentlich stimmig? Ist es ein Herzensziel oder ist es ein Egoziel? Ist der Weg stimmig? Was kann ich machen als nächste Schritte? Und um diese Entscheidungen zu treffen oder um da nochmal in die Klarheit zu kommen, muss ich eins machen. Ich muss mir selber Raum schaffen und Zeit gönnen, damit ich da in die Klarheit kommen kann. Was tut uns denn noch gut an diesem Wochenende? Womit sollten wir uns denn noch beschäftigen? Was wäre ein schönes Ritual für dieses Wochenende? Übrigens, wenn dich interessiert, welche Karten ich benutze, die findest du wie immer in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. So, ich habe hier zwei Karten. Auch hier, ich bin ruhig, ich bin bereit, passt hier zu unserer grünen Frau, zu unserer Herrscherin. Also zweimal diese gleiche entspannte Energie. Witzig finde ich auch, dass diese Karte hier die Ritualkarte Mama genannt wird und beide werden gerne, also gerade die Herrscherin wird in vielen Kartendecks gerne auch in Schwanger dargestellt, so als Urmutter. Und die Urmutter ist halt die Versorgerin, die Ernährerin. Ja, und da haben wir es nochmal, dich selbst gut zu nähren, runterzufahren, ruhig zu machen. Ja, also ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Es ist so dünn gedrückt. I am calm, I am ready. Ja, also in der Ruhe liegt die Kraft, könnte man fast sagen. Erst runterfahren, entspannen und dann mit voller Fahrt wieder vorauszugehen und deine Kraftreserven aufzutanken. Freudvolle Entscheidungen zu treffen, freudvoll durchs Leben zu tanzen, damit du halt, wie gesagt, auch nicht unterwegs die Puste verlierst, weil was nutzt mir das geilste Ego-Ziel, hupala, das geilste Ego-Ziel, wenn es nicht meinem Weg entspricht, dann ist es einfach sehr viel anstrengender, als wenn ich freudvoll meine Ziele erreiche, weil der Weg mir auch Freude macht, den ich gehe, nicht nur das Erreichen des Ziels. Also in der Ruhe liegt die Kraft, komm mal runter an diesem Wochenende und dann ziehe ich uns noch eine Mondbotschaft. Hier habe ich mehr als eine. In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. Ja, aber um das zu erkennen, muss ich auch Zeit für mich haben. Ne? Da haben wir es wieder. Wenn du Märchenaugen hast, ist die Welt voller Wunder. Das sieht man nicht, ne? Ist hier weiß auf hellgrau. Wenn du Märchenaugen hast, ist die Welt voller Wunder. Auch hier, ich muss mir die Zeit nehmen, um die Wunder erkennen zu können. Und sammle keine Dinge, sondern Augenblicke. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Mach's dir schön an diesem Wochenende. Mach's dir einfach richtig schön. Und auch hier finde ich auch nochmal dieser Hinweis, ne? Ego-Ziel oder Herzensziel. Das Ego-Ziel sammelt Dinge, das Herzensziel sammelt Augenblicke. Da haben wir, glaube ich, auch nochmal ganz toll den Unterschied für uns. Okay, das war die Energie zum Wochenende. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn du eine persönliche Kartenlegung haben möchtest, buch dir die gerne auch unter dem Link hier in meiner Bio, hier in den Shownotes unter diesem Video. Dann freue ich mich, wenn ich für dich persönlich legen darf. Und dann wünsche ich uns allen jetzt ein zauberhaftes Wochenende. Deine Denise.